Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen. Wir befinden uns gerade in den fremden Tiefen und sind auf der Suche nach dem schwarzen Seelenstein. Das eine von zwei Schattenschlössern haben wir bereits geöffnet, fehlt nur noch das zweite, und das soll sich in einem anderen Gewölbe befinden, in den Hallen des Sturms. Mal schauen, ob wir dorthin kommen. Ich weiß ja schon, wo die sind. Oh Mann, aber das ist echt ein nervig langer Weg, den wir hier backtracken müssen. Ich hätte mir echt gewünscht, dass die hier so einen Teleporter eingebaut hätten, sodass man sich am Eingang zurück teleportieren hätte können. Das wäre voll schlau gewesen. Haben die in anderen Dungeons doch auch so gemacht. Warum dann hier nicht? Das macht keinen Sinn. Dass du überhaupt solche Wörter kennst, mein Freund. Also ich muss sagen, ich mag diesen Teleporter inzwischen sehr gerne. Der macht sehr viel Spaß zu benutzen. Dieser, womit ich mich durch die Gegend blinken kann. Das ist sweet. So, der Terminus. Da bin ich. Ist das nicht auch ein Wort aus Grammatikkunde? Aus Grammatikland? Terminus? Ich glaube schon. Aber ich kenne mich mit Grammatik ja nicht so aus. Das kennt man ja, wenn man meine Stimme mal hört und so. Was ich so sage. Die Hallen des Sturmes! Mal schauen, was es da so gibt. Hier ist mal so ein Obelisk, der kaputt gemacht werden muss. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Oh, Stufe 35. Geworfene Klinge. Das klingt doch... Oh, so viele neue Sachen, ey. Schockimpuls. Spektralklinge. Erhöht die Reichweite von Spektralklingen auf 20 Metern. Aber ich benutze das doch eh nicht. Lass ich mal weg. Blitzhart. Das gucken wir gleich an. Hier nämlich. So Blitzhart, Gewittersturm. Gegner, die von Blitzhart getroffen sind, erleiden um 15% erhöhten Schaden durch Blitze. Take it. Besser als nichts. So, und magische Waffe. Erhöht den Schadensbonus von magischer Waffe auf 20%. Was denn das? Erfüllt eure Waffe mit magischer Energie, wodurch sie 10% mehr Schaden verursacht. In 10 Minuten benötigt Waffe. Tatsächlich. Ich probiere es einfach mal aus. Werden wir sehen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Werden wir sehen. 10% ist ja eigentlich schon mal nicht so unfassbar schlecht. Klingt nach einer soliden Anzahl von Schaden. Na gut, schauen wir mal. Vielleicht ist es voll gut, vielleicht ist es voll schlecht. Das wird sich zeigen. Ja, der Blitzer sieht doch sehr interessant aus, muss ich sagen. Gefällt mir optisch zumindest sehr gut. Optisch ist es ein Meisterwerk. Was ist das denn hier? Laserbeams? Warum waren die da? Die waren einfach so da. Hier ist noch eine Truhe. Hä? Hier ist eine Sackgasse. Eine freaking Sackgasse. Es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinsal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich rush hier einfach mal durch. Weiß ich nicht, ob das schlau ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich habe ja auch ganz gut Damage dabei, ne? Ich kann die Gegner hier alle auf einem Schlag besiegen. Das ist natürlich schlau. Super schlau, wenn man das kann. Dann bekommt man auch so eine epische Combo mit Erfahrungsmultiplikator-Bonus. Was natürlich ziemlich nett ist. Ich mag das. Ich warte immer noch. Ich mag solche Multiplikatoren sehr gerne. Außerdem geht es dann flotter. So, prächtige Truhe. Ist da vielleicht was Krasses drin? Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, was haben wir denn hier Geiles jetzt? So eine komische Holzfäller-Axt. Die ist mir Wurst. Warte mal, ich muss hier eben mal Gegner töten. Hier sind auf einmal tausende Gegner erschienen. Eben war es hier noch voll friedlich und auf einmal sind hier tausende von Leuten, die sich mit mir prügeln wollen. Ziemlich gemeine Sache. Wie geil ist diese Hose? Nicht so geil, ne? Nee, die ist nicht so geil. Die hier vielleicht besser? 35% Erfahrung, ne? Ist natürlich auch nett. Ach nee, nicht Prozent, sondern einfach nur 35 Erfahrungspunkte. Ja, dann ist es natürlich Shit. So gut kann man unterscheiden zwischen Shit und gutem Zeug. Alter, so viele Gegner hier, ey. Und ich habe trotzdem kein Problem. Ich will gar nicht wissen, wie das hier aussieht, wenn wir auf leicht spielen würden immer noch. Oder auf normal, wie es hier heißt. Normal ist hier der leichteste Schwierigkeitsgrad. Das hier ist auch eine Sackgasse. Was ist denn los? Hä? Okay, da muss es da unten oder da oben lang gehen. Wie voll sind meine Taschen eigentlich? Na, geht. Ein bisschen kann ich noch aushalten. Aber da muss ich demnächst auch wieder zurück in das versteckte Lager, um mein ganzes Zeug zu verkaufen, ne? Meinen ganzen Krimskrams, der sich so angesammelt hat über die Dauer. Oh, hier sind ganz viele angeschlagene Gegner. Was machen die denn hier? Ich porte mich einfach da durch und tue so, als ob ich sie nie gesehen habe. Okay.
Aber solche seltenen Gegner hier, die sich multiplizieren, die nehme ich natürlich gerne mit, in der Hoffnung, dass die tolle Items droppen. Richtig coole Item-Drops werden hier gewünscht. Zum Beispiel die Träger. Die sind ganz schön träge. Ach nee, das sind Handschuhe. Sind die voll gut? 35 Erfahrung, 100... Wow, sehr viel Intelligenz. Ich glaube, die nehme ich. Aber erstmal müssen hier die Gegner draufgehen, ja? Kann ich überhaupt HP verlieren, frage ich mich. Ich glaube nicht. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. So geht es seit 200... Wir sind uns doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, dass Belial und Asmodan diese Vorfälle geplant haben könnten? Wer sonst? Sie sind die letzten aller Herrscher der Hölle. Wisst ihr noch damals, wo unsere Fähigkeiten so irgendwie 20 Schaden gemacht haben? Und jetzt machen wir schon 9000 auf solider Basis. Na gut. Aktivieren wir das zweite Schattenschloss. Ist bestimmt eine gute Idee, oder? Und dafür bekomme ich so ein Bullshit-Item. Naja, okay. So sehr wir es versucht haben, er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand und sein Gelächter verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. Ich möchte eben mal zurück einen Abstecher machen in die Stadt, um mein ganzes Zeug zu verkaufen, was sich inzwischen wieder angesammelt hat. Meine Taschen sind wieder so voll, dass ich da kaum mehr selber tragen kann. Man müsste sich so einen Lastesel kaufen können, der dann das ganze Zeug hier rumschleppt. Und dann kommt man hier besser durch die Gegend, weil man erstens schneller ist, weil der Esel das alles tragen muss. Und zweitens, weil man mehr Platz im Inventar hat und nicht so oft zurück muss in die Stadt. Aber okay, so. Weg mit dem ganzen Zeug hier. Brauche eh kein Schwein. Und zurück zum Terminus. So, was gibt's denn hier Neues? Wir können jetzt hier in die Mitte rein. Was gibt's denn da Schönes? Oha. Das Reich der Schatten. Mal rein da. Ich hoffe, hier ist nicht Bongo Bongo. Der beliebte Zelda-Boss aus dem Schattentempel. Oradrim haben all das getan, um meinen Körper fortzuschließen. Sie müssen sehr wütend auf mich gewesen sein. Natürlich waren sie das. Ihr musstet aufgehalten werden. Sie waren niemals besonders fantasievoll. Ich mag diesen solchen Coolen nicht, weil der so unfassbar langsam redet. Der redet so langsam, ist unglaublich. Na gut. Und wie viele kleine, lächerliche Furzgegner es hier einfach nur gibt. Ist ja super nervig. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Sache hier. Das sind so wie diese kleinen unsichtbaren Mäuse in Twilight Princess, die sich dann an einem haften, sodass man nicht mehr schnell vorankommt. Einfach nur, um zu nerven, ja. Und die Sichtreichweite hier ist auch so ein bisschen eingeschränkt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Grimmiges Gespenst, aha. Mit Seelenverbindung scheinbar. Oh, die machen sogar Schaden. Das erste Mal, dass hier ein Gegner Schaden gemacht hat. Und ich habe hier Roben bekommen. Sind die geil? Die Roben? Ne. Die sind crap. Einfach nur Krapikowski. Alter, man kann hier keine 5 Meter sehen, wegen diesem Sandsturm, der hier einfach nur ist. Ich warte immer noch. Der ist hier einfach nur und schon ist er so problematisch. Habt ihr das gesehen? Bei so vielen Gegnern erwartet man natürlich auch, dass hier richtig viel Zeug gedroppt wird. Aber irgendwie ist das bis jetzt noch nicht so. Alter, hier ist ganz schön viel los, muss ich mal sagen. Super viel Action hier, gerade auf dem Screen. Und hier ist ein Gilgamesh, der Wiedergänger. Was macht der denn hier? Der macht jetzt nichts mehr hier, denn er ist tot, der arme Typ. Gesellenpotenz. Auch tolles Name, auf jeden Fall. Wir schauen demnächst mal, was das für ein Item ist. Ein Item, wie man früher gesagt hat, ein Pokémon. Pokémon. Hätte mal wieder Bock auf ein Pokémon-Let's Play, aber die dauern immer so lange. Deswegen weiß ich nicht, ob es da so bald Pokémon-Nachschub gibt. Ich frage mich, ob das wirklich schlau ist, hier einfach so durchzurennen, ohne sich um die Gegner zu scheren.
Da sammelt sich nämlich schon ab und zu ganz schön viel an. Oh, Stufenaufstieg, sehr gut. Neue Sachen, oh ja, sehr viel. Stromschlag, Blitzstoß, erzeugte Blitzentladungen, die Gegner durchschlagen und ihnen 140% Schaden zufügen. Okay. Energiewirbel, wütender Sturm. Wenn zwei Energiewirbel aufeinandertreffen, verschmelzen sie zu einem Tornado mit vergrößertem Wirkungsbereich, der im Verlauf von 6 Sekunden... Ich probier's einfach mal aus und schaue, ob's voll gut ist oder ob's voll crap ist. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, wie die Beschreibung erst hätte vermuten lassen, aber vielleicht macht es ja voll Sinn, das zu benutzen. Werden wir sehen, wenn wir das nächste Mal von tausenden von Gegnern angegriffen werden und sinnvoll den Tornado einsetzen können. Aber wann ist diese Gelegenheit wohl gekommen? Vielleicht jetzt. Eure Verteidigung ist nutzlos. In Kombination mit dem Blizzard vielleicht gar nicht mal so übel. Vielleicht gar nicht mal so übel. Oh, guck mal hier. Körper des Sultan, cool. Deswegen sind wir hier. Das ist ein seltener Gegenstand. Oder ein einmaliger Gegenstand sogar. Aber irgendwie ist jedes Item hier einmalig, weil die ja random Entzauberungen, Verzauberungen haben. Flop. Flop. So, was haben wir jetzt Neues? Coole Sachen? Nee. Coole Sachen? Oh, die hier sind vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Feuerwiderstand. Erhöht den Schaden von einem Stromschlag. 90 Intelligenz. Zwei leere Sockel. Zwei leere Sockel sind gar nicht mal so übel. Ich lasse das. Ich lasse bei meinem jetzigen und hole mir mal den Körper des Zoltun Kul. Was macht der denn hier? Ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit mir zusammen und wir können die Welt beherrschen. Ich möchte die Menschheit retten. Ich will sie nicht unter meinem Joch versklaven, wie ihr es tun würdet. Kul verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. So, nachdem wir das hier jetzt alles geklärt haben und den Körper von Zoltun Kul gefunden haben, gehen wir mal zurück durch das Stargate in den Terminus. Mal gucken, was hier so abgeht. Hier ist Lea auf jeden Fall wieder am Start, die olle Schnepfe. Ich habe Kuls Körper geborgen. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kul. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ich bin auch noch irgendwie skeptisch, ob das wirklich ein netter Boy ist. Umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Gebt uns den Seelenstein, Kul. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell in mein Sanktum. Also wenn ich momentan so die Akte vergleiche, dann gefällt mir der erste Akt bis jetzt tatsächlich besser, weil die Dungeons da ein bisschen abwechslungsreicher waren. Hier in diesem zweiten Akt ist das ja so, dass jeder Dungeon hier so eine fucking Wüstenruine ist und immer das gleiche Tileset irgendwie hat, wenn man mal im RPG-Maker-Genre spricht. Oder Jargon ist das richtige Wort gewesen. Und im ersten Akt war es noch ein bisschen abwechslungsreicher, das gefiel mir eigentlich ein bisschen besser. Aber okay, das ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau, ne? So, Seelensteinkammer.
was es darin zu finden gibt und ob dort und Soldier Cool jetzt voll assassinaten will, das werden wir erst das nächste Mal herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski.